Gerade aus dem dritten Legal Lounge, als wir das noch des 8, die sagen, dass wir beim Thema Alkohol und Drogen auf der Erbsplatz, wir hatten den Maître Piero Schilz, bei uns, dem wir den Dosebetrieber, der Thema erörtert hat. Und eine Frage, kann ich als Chef d'Entreprise decidieren, ob auf einem Betrieb getrunken wird oder nicht, oder wie? Das gehandhabt wird. Okay, so ein bisschen schon mehr weit. Nicht nur, dass er könnte decidieren, aber er muss es sogar decidieren. Weil am Code du Travail, da gibt es Artikel, da gibt es Dispositionen, die sagen, dass der Patron responsable ist für die Gesundheit und für die Sicherheit von seinen Salarien. Und für dem entgegenzukommen, für die zu gewährleisten, muss der Patron sich durch den Code du Travail alles Mögliche machen, für dass die Sicherheit und die Gesundheit gewährleistet. Das ist für mich das dann einfach ein von den wichtigen Punkten, den, dass ihn dann Alkohol und Drogenkonsum auf alle Fall auf der Arbeit muss, so nicht soll, aber muss einfach verbieten, weil das ja gewusst hat an Statistiken, die so nicht, ja, das sind enorm viel nicht nur Autosaccidenten, sondern auch Erbsaccidenten durch den Konsum von Drogen und auch von Alkohol passieren. Und in dem Fall, als immer der Patron, der Nächste, den am Kollimateur war, der Responsable war. Wenn man runde Frau stellt, sich präsentiert sich ein Salarié, wo man denkt, du hast vielleicht nicht alles an der Reihe. Wie verhält ich mich da als Employer richtig für die Fehler? Wenn du so hast, dass ihn effektiv der Verdacht hat, dass du einen Abfluss von Alkohol oder von Drogen hast, dann muss ich mal ihren Hirn ausnehmen. Er kann hören, muss ich mal für dich sicher sein, dass er effektiv so was. Da muss ich also irgendwie beweisen können, dass den effektiv einen Alkoholabfluss oder einen Drogenabfluss, also nicht zum Beispiel, weil kennt ihr sehen, dass die krank ist, dann irgendwie stark Medikamente, dass ein einen Medikamentenabfluss ist. Bon, die erste Verpflichtung, die da hat, wenn man merkt, dass man auch nicht ganz korrekt sich verhält, dass man direkt von der Arbeit entfernen. Also können der Patron darf dort nicht das Risiko angehen, dass man dann aber nicht den Konditionen noch schafft, weil dann ist ja schon das Risiko für einen Arbeitsakzident, das ist ja dann relativ groß, also direkt schon von der Arbeit entfernen. Und dann ist es einfach von vier aufhängen. Für dich muss man mit dem schwätzen, einfach so, hey, ja, komm, hast du gedrungen, hast du nicht gedrungen, du weißt, ich bin responsabel. Und hin, ich würde sagen, ich meine, hey, eine Klammer auf, wenn nicht nur der Patron ist responsabel für die Gesundheit und die Sicherheit von seinen Mitarbeitern, aber den Mitarbeiter selber als auch, das steht am selben Code du Travail, den ist auch responsabel für seine eigene Sicherheit und Gesundheit. Du hier kann der Patron ruhig darüber aussprechen und sagen, hey, lass mal kommen, wir sind nur in einer dummen Situation. Ne? Du musst mir nur so, wenn wir kennen nur das Risiko, eine da gehen, dass hier etwas geschieht. Aber wenn den nur, vielleicht in den meisten Fällen leider kennt, widerspenstig ist, weil den gesagt hat, hier bin ich ein Risiko, der weiß, damit, dass er getrunken wird oder dass er einen gedämmt wird, der fährt die Sanktionen vom Patron. Die leugnen also alles. Kann es aber bis hin dazu gehen, dass ich kann probieren, einen Test präventiv, also einen Alkoholtest oder einen Drogentest, kann ich probieren, mit dem durchzuführen. Speziell am Handwerk ist es so, dass durch Kollektivverträge existieren, wo auch oft draufsteht, dass Alkohol nicht erlaubt ist. Da sind wir auf einem ganz wunden Punkt. Effektiv, wo ich mich dann auch kann, Tonnen drüber abrechen wie das, aber nicht über die Kollektivverträge, weil die Kollektivverträge tatsächlich irgendwann mit dem Sozialpartner festgestellt, dass da die reellen Probleme mit dem Ginas, ob der Erbeste, Alkohol, Drogen etc. Also viele Sektoren, die dann am Vorwurf ausgehandelt wurden und an den Kollektivverträgen mit Arbeit wurden, dass Konsum von Alkohol oder von Drogen auf der Erbeste, also noch ein Abfluss von Alkohol oder Drogen auf der Arbeitsplatz zu kommen, verboten ist. Das geht sogar so weit, die Kollektivverträge, muss ich sagen, die in der Merit klar und deutlich sind, weil da steht überall dran, dass es striktement défendu, also striktement interdit oder was auch immer. Und dass, wenn ich gegen ertappt gehen, wie das grobe Fehler fotograf, justifiant le licenciement avec affaire immédiate. Natürlich kann ich ihn fristlos kündigen. So, ich habe mich schon dabei aufgeregt, dass das der Fett, dass das da steht, weil das ist immens gut, weil du mal da könnt ja der Patron seine Verpflichtung nur für die Santé und Sécurité und Travail für seine Salarien gerecht zu gehen. Und das am Anfang, der weiß, wie Gericht dann aber die Dispositionen applizieren oder besser gesagt nicht applizieren, ignorieren. Weil die Jurisprudenz, die ist an den meisten Fällen so, dass der Arbeitsgericht feststellt, dass von ihnen ein Kehr so fair isoliert. Hier steht.
eng heier op der Arbeit Alkohol trinkt, dann noch weiter kein Schuld dem Patron zufügt, dann wird das kein Grund für den Moment in rauszugehen. Das riecht mich auf verschiedenen Ebenen riecht das ab, weil engerseits kann mit Gesetzgeber, weil die Convention Kollektiven, muss ich schon dieses Jahr alle guten d'Obligation générale erklärt, die natürlich die Union dieselbe Gesetzeskraft wie auch den Code du Travail hat, an dem Sinn auch für den ganzen Code du Travail obligatorisch oder d'ordre public. Das heißt, Parteien haben da keine Möglichkeit, für da sich da lernt, zu verhandeln oder ein anderes Aufkommen zu machen, am Arbeitsvertrag oder so. An der Richter haben für mich auch kein anderes Schwer, wie den Text, tel, wie er da steht, zu applizieren. Und trotzdem, obwohl den Text, den dort der Publik also als klar und deutlich sieht, etwas ein Fortgreif justifiant le licenciement avec effet immédiat, gehen die Richterin an ihren Decisionen hin, und die so, ja, nein, gut, von den Losungen klänge fei isoliert, und das aber weiter kein schönen Sterne für den Betrieb oder so, für sonst irgendeinen Dritten, dann ist das kein Licenciement. Also, ich kann nur mal einfach nicht verstehen, weil engerseits kann ich nicht den Arbeitgeber, den Patron, verpflichten, alles zu machen, Freien zu engagieren, Opfern zu engagieren, für die Santé und Sécurité au Travail zu respektieren. Und dann auf der anderen Seite so, ja, lass mal, da möchte ich dann. Mhm. Zum Beispiel, indem man ein Verbot ausspricht und dann wird das Verbot nicht respektiert, dann geht der Richter nach hinten und sagt, ja, na gut, Verbot hin oder Verbot hier, Convention kollektiv hin oder hier, Ordre public hin oder hier, komm, kleine Fee isolé, enkeier, ohne Schuld, als toleriert, justifiziert nicht, ich sage, ich fand das einfach nicht gut, weil das provoziert ja auch bei, wie soll ich sagen, das encourageiert ja, ein bisschen das Szenario, die gerne mal ein Patchen trinkt, die weiß ja dann, dass er nicht riskiert. Und den, das encourageiert die ja am Anfang die Konsignen, die den Patron kann gehen, an dem Sinn, du, für die Signore. Okay, die Poids de Mesure, das wird ja in dem Fall ein bisschen komisch aus. Vielleicht noch ein letzter Punkt, wir sind natürlich auf den Dezember, das ist Zeit von den von der Christus-Pet, von der Christus-Ersten. Du hast das ist immer Zeit, auch um mich zu sein. Das Kind gelesen hätte genug am Betrieb für ein paar zu trinken, ein Geburtstag, ich weiß nicht, was eine Pension. Du stellst dich immer vor, wie weit sind du als Betrieb du responsabel, wenn du... Ja, also du ja. Du ich weiß, dass du ein Kier so Panik fand, ein Stern, das war gleich Tür, kann ich mich erinnern. Da sind ich von einem größeren Klient sind ich alarmiert, die mir angerufen hat, lasst mal, wir haben auf den französischen Nachrichten, wo wir hören von einer Jurisprudenz, die in Frankreich prononciert ging, das von den französischen Gerichten, wo Patron responsable erklärt, ging nur einer Fête d'Entreprise, also einer Betriebsfeier, wo natürlich gut gebäschert ging, dass dann ein, weil zum Schluss als dann ein von den Erbischter heimgeführt, den hat natürlich gut gebäschert und da hat er noch ein Accident und das bei dem Accident du leider hast du leider geblieben und du hast du tatsächlich den Patron kondamniert gegen wenigst Non-Assistance à Personne en Danger oder was auch immer und noch ob spezifisch französisch Dispositionen an ihrem Code du Travail. Die haben auch ernst, dass sie wie an diesem Code du Travail, sodass die größeren Klienten mir angerufen haben, die noch ein paar tausend Leute aber okkupiert haben. Die haben gesagt, das war auch im Dezember. Die haben gesagt, lass mal, wir sind aber auch am Punkt, als Betriebsfeier, das ist doch so ein Französen an der Norwich. Wie ist das? Zuletzt möchte ich mich aber dann effektiv ganz seriös auf das Problem du konzentriert, wie das dann hier zu Lützburg ist, auf hier lohnt, weil schon das Längen und das Breiteren auch an der Publikation, die ich gemerkt habe, beschrieben. Am Resümee, der Patron ist auf jeden Fall hier zu Lützburg nicht responsabel, wenn du ein Betriebsfeier hast, gegen ein Accident geschehen. Für wert, die juristische Explikation, die ist am Anfang der Day, dass hier zu Lützburg ein Betriebsfeier, egal wo sie ist, ob die du am Restaurant ist, ob die du beim Patron daheim ist, oder an das Stadt, was ihr feiert. Der Patron stellt den
betriebsvervuging wel doet. Dat is een grote bedrijf die een kantine aan deze plaats aan hij aan doet. De gemeenzame nennen van al deze plaatsen, als op jeden van een bedrijfsfeier is, dat is geen arbeidszeit. En de arbeidsrecht, waar de patron responsabel is voor de gezondheid en de securiteit voor zijn salarie, die speelt niet meer während de arbeidszeit. Wir haben über Alkohol gesprochen, aber ich finde, man wird auch da, also wird immer mehr anscheinend abgehend, dass sie von den Drogen ja. gesprochen, wie Cannabis sie legalisieren. Du stellst dann dieselbe Frage wie bei Alkohol. Wie geht das, wieso gehandhabt? Ja, wieso geht das so gehandhabt, dass das ein einziges Gesetz von, das für Februar 1973 wird das ganze Problem von den Drogen behandelt. Bon, das ist ein Gesetz, das aber haut an wat schon an eich toe geënnert, doch van die wat ander zeggen geschreit, get relativ klar, als du was also de besitz einfach possession, want der is een droog aan dat herschut, as verboden, consumation, as verboden, de kaaf, akkaaf, de fokkaaf, alles as verboden. Dat heisst, we zijn hier am strofrecht, wat zum Beispiel even met alcohol net de fall was. Dat werd ook vielleicht doof hier de grond, wat die problematiek drogen op de rijbeest veel meer sec voor het moment behandeld gaat van de Richter, weil die eerste decisionen die zijn eruit gekomen, hoe zum Beispiel een kundiging rechtvaardigd ging van engem den am Betrieb erwischt ging als den am Vongol just een pochet cannabis aan de tasche had. Hij had weder consumeerd nach lo am Betrieb gehandeld, maar der droog mijn herz einfach bij zich. Toen had een patron die Person herausgeholt, wenn nicht zufrieden als dann auf das Gericht gegangen. An die Richter und sämtliche Instanzen wurden durch die Kündigung aber bestätigt, mit der Begründung, die am Fungol der Patron auch als eine Lettre de Motivation beschrieben hat, dass sie an die Salarido kein Vertrauen mehr gegeben haben. Und das haben die Richter effektiv für gut gehalten, sodass die Kündigung mit sofortiger Wirkung, also fristlos, können schon ohne Präavis unerkannt gehen. Also, beim Alkohol ist das aber ein ganz anderer Geil. Da sind aber die Richterin ein bisschen anders streng für mit den Drogen. Tja, die andere Kultur gut und dann ist das dann illegal. Da sind wir noch immer, wie gesagt, da sind wir noch immer am Strafrecht. Und das ist das, was den größten Unterschied möchte par rapport zum Alkohol, weil ein einfacher Konsum von Alkohol auf der Arbeitsplatz ist bis dahin mal noch nicht verbunden. In einer Sache, dass von den Lohen an der Arbeitszeit tatsächlich einen Abfluss von Alkohol gegen mein Betriebsauto führen. Und da sind wir ja auch nicht mehr so richtig am Côte du Travail, sondern da sind wir am Côte de la Route, wo ja klare Limiten stehen, wo ich auch immer regrettiert bin, dass als Gesetzgeber nicht an l'Image zum Beispiel vom Côte de la Route, hat irgendeinen Artikel herbringt, aber das ist nicht mehr dieselbe wie am Côte de la Route, wo ich einfach so stehen habe, dass das ein bis 0,5 Promille. Wie das irgendetwas da steht. Natürlich am besten wäre, ging am Côte du Travail ging stehen, null erlaubt. Es geht nicht gedrungen, es geht nicht gefilmt oder gespritzt auf der Arbeitswelt. Es soll irgendeinen klaren Text so einfach sein. Ich weiß nicht, wie wir das so schwer ist, dass du, weil, ich meine, die Willen ist einfach nicht du. Das ist schön, was ich meine. Die Willen ist nicht du, für den Alkohol auf der Arbeit zu verbieten. Für oft ist es schwer für Betriebe, die sich an die Thematik wollen erschaffen, sich mehr breit informieren, hat er ein Buch geschrieben über Alkohol, Alkohol, les drogues et le travail, von der Bank Pragmatica, da war es die ganze Affäre beschrieben, also wo noch ja. Gerade an der Betriebspraxis. Richtig, das war am Anfang die zweite Edition. Eine Edition hat 2008 hat sich rausgebracht, und die wird scheinbar graf. Und da sind sich approchiert gehen vom Editor, ob ich keine Lust hätte, eine zweite Edition zu machen. Ich habe auch angewöhnt, weil ich so regelmäßig über das Thema auch schwätzen, sodass ich immer à jour war mit meinen Informationen. Ich hatte also ganz Material, die neue Decisionen von Gericht und so viel und dann. Das hat mich umso mehr interessiert, weil das Problem von Drogen, den an der ersten Edition nicht behandelt wird. Aber auch wenn ein Thema ging, das vier Gerichte und dann angefangen, die ersten Decisionen auch an Sachen Drogen auf der Arbeitsplätze
Du hattest dann tatsächlich angewöhnlich, like, zweite Edition zu machen. Also das effektive ganz pragmatisch, Bruch, also das immer schnell immer ein Outil de Travail, das auch noch nicht wie ein typischer Jurist, also so am Afrikot, in der Französisch oder was da total unverständlich geschrieben wird. Also das wirklich so eine Version Leute, die agréable ist zu lesen. Und ich kann auch wirklich nicht mehr Leute natürlich rekommandieren, Betriebe, die so ein Problem haben. Also ich ging aber mal einfach behaupten, du findest aber, ich meine, 95% von den grundfrohen Problemen, die in sich stellt, gingen aber durch eine Antwort gegen ihn. Also das bei uns im Sekretariat disponibel, Betriebe, die interessiert sind, die können uns anrufen oder kleine Mail machen. Also wir haben Exemplare und können auch noch am Commerce manchmal zu kaufen. Ja, die kriegt die, ich meine, das aber just ein Editor, den sie verkauft hat, das Lachsi, die irgendwie auf der Gäu an der Stadt haben, die hier ein Boutique, da kann ich auch jedenfalls auch bestellen. Bon, Maître Schulz, große Merci für die Explikationen und ich wünsche dir noch schön Feierabend. Merci, gleichfalls. Merci.